Hallo meine lieben YouTube-Abonnenten und auch noch nicht Abonnenten. Ich hoffe, ihr werdet es noch. Willkommen zum nächsten Valentins-Video, was sich allerdings auch problemlos für Muttertag oder andere Herzensangelegenheiten natürlich transferieren lässt. Ich habe letztes Jahr an Valentin so eine wunderschöne Uhr geschenkt bekommen mit ganz vielen Herzchen. Man sieht auch, dass ich die heiß und innig liebe. Und ich habe es bisher nicht übers Herz gebracht, diese wunderschöne Verpackung davon wegzuschmeißen und habe die auch aufgehoben, weil die mit so vielen Herzchen ist. Und jetzt kommt Valentin näher und jetzt kommt auch dann ihr Einsatz, weil ich habe beschlossen, dass diese wunderschöne Verpackung jetzt nicht mehr als Deko in meinem Zimmer bleibt, sondern dass die jetzt einfach als Gefäß für Blumengestecke dienen kann. Und ich kann im Grunde genommen sogar aus diesem einen Behältnis drei Gesteckbehältnisse machen, indem ich den Deckel nehme. Ich habe hier diese Dose, die ist natürlich auch ganz, ganz toll. Und ich habe hier auch noch diesen Schaumstoff-Innenteil. Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich schmeiße das in einen gelben Sack, aber ich bin ja Florist, ich schmeiße sowas nicht weg. Im Gegenteil, ich habe da überlegt, was man Schönes damit machen kann. Und ist ein bisschen Herzdeko, muss natürlich schon rein. Und ich habe ein sehr schönes Leinenband gefunden. Und ach super, jetzt ist auch alles. Hat also ganz genau gepasst. Und dieses Leinenband, das klebe ich einfach an einer Stelle zusammen. Bisschen stramm gezogen natürlich, damit es auch keinen Abgang macht. Und damit das Ganze schön für Valentin aussieht. Bin ja immer so ein Naturfreak. Ich mag ja gar nicht so künstliche Sachen. Mache ich so ein paar Birkenherzchen hier drauf. Aber damit der Kontrast schöner ist, suche ich dunkle extra aus. Weil mit den hellen ist der Kontrast nicht so hübsch. Mit den dunklen, das ist jetzt natürlich die Rückseite der Birke, aber es ist wunderbar. Mit den dunklen kann ich das sehr, sehr schön dekorieren. Nehme wieder wie immer ein bisschen Heißkleber. Und das kann man ja dann auch rundum machen. So viele, wie man es nach Belieben gern hätte. In diese Mulde würde ich, trotz dass es Schaumstoff ist, ich würde immer ein bisschen Folie nehmen, aber damit hat man auch ein ganz, ganz, ganz süßes Behältnis. Ich nehme heute mal das größte von den dreien. Hier steht natürlich noch eine Marke drauf, die brauchen wir nicht. Und es gibt einen sehr schönen Filzdocht. Den Filzdocht nehme ich und überklebe einfach diese Beschriftung, weil ich möchte eigentlich nicht, dass jemand erkennt, was das mal war im Vorleben. Und wir Floristen, wir verwenden ja alles irgendwie. Und ich klebe den Filzdocht mit ein bisschen Heißkleber an. Einmal Anfang, einmal Ende. Und schon ist die Beschriftung weg. Und auch hier lässt sich noch schön ein Filzherzchen, Entschuldigung, ich bin schon ganz im Filzmodus, ein Birkenherz natürlich. Ein Birkenherz drüber kleben und keiner weiß mehr, wo die Schachtel herkommt. Jetzt ist es natürlich eine Schachtel und wenn ich jetzt hier mit Steckmasse arbeite, dann weiche die durch und aus diesem Grund lege ich Folie rein. Lege zuerst die Folie rein, nehme Steckmasse, die habe ich schon eingeweicht. Steckmasse einweichen, ich sage es auch immer wieder, Steckmasse einweichen. Natürlich immer die Steckmasse auf die Wasseroberfläche legen, untergehen lassen und dann erst, also dass die sich von selber vollsaugt und dann erst rausnehmen, wenn die ganz vollgesogen ist. Also ein bisschen Zeit lassen, dass es keine trockenen Hohlräume in der Steckmasse gibt. Man kann wunderbar zum Steckmasse schneiden das Kuchenmesser verwenden, weil es hat eine ganz tolle lange Klinge. Und wenn man mit so einem kurzen Messerchen Steckmasse schneiden will, dann nervt es ein bisschen, dass es nicht ganz durchgeht. Das ist jetzt ein bisschen zu wenig, aber das ist kein Problem. Auch das lässt sich lösen. Ich nehme einfach meine Steckmasse nochmal, schneide eine, ich wollte ein bisschen mehr Höhe. Ich wollte zumindest, dass die Steckmasse mit dem Gefäßrand abschließt. Ich schneide eine Scheibe Steckmasse. Musste natürlich auch, ach guck, hier ist sowas, wenn es nicht durchgeweicht ist. Gutes Beispiel. Ich gehe noch mal kurz ins Wasser damit. Aber wir gießen ja nachher auch noch mal mit Wasser auf. Deswegen ist das jetzt kein Drama. Aber es ist schön, dass man es mal sieht, wie das aussieht. Ich lege diese Scheibe unten rein.
und dann gehe ich mit meiner Steckmasse drüber. Und das ist jetzt natürlich perfekt. Das passt jetzt auch sehr gut. Und ich muss meine Gießkanne, die habe ich schön versteckt. Ich muss ja mal ein bisschen aufräumen, dass es ordentlich aussieht, wenn wir die Videos drehen. Und dann gieße ich noch hier Wasser auf, weil wenn nur die durchgeweichte Steckmasse in diesem Gefäß wäre, dann ist es einfach zu wenig Wasser und die Blumen sind dann nicht genügend versorgt. Und es kann ruhig schön voll sein, für den Transport natürlich nicht so ganz, aber es kann ruhig schön voll gegossen sein mit Wasser, dass diese Rosen gut versorgt sind. Und erst jetzt gehe ich her und schneide meine Folie ab, weil wenn ich es andersrum mache, dann stelle ich mir selber ein Bein. Weil wenn ich dann die Steckmasse reinmache, dann geht die Folie mit runter und ich habe nicht diesen schönen Abschluss, der dann das verhindert, dass das Wasser die Schachtel nass macht oder durchfeuchtet. So, wir haben jetzt eine schöne Basis. Ich muss noch ein bisschen gerade rücken, aber das sieht man im Moment im Endeffekt dann nicht mehr. Ich habe hier Galaxblätter zum Abdecken. Das ist ein sehr schönes, dunkles Galaxblatt. Es gibt auch hellgrüne Galaxblätter, die habe ich jetzt nicht genommen. Aber ich zeige es natürlich gern zur Info. Gibt es auch in so einem helleren Grün. Ich fand jetzt zum Thema Valentin, fand es natürlich toll, wenn die so ein schönes, kräftiges Rot haben. Das ist eigentlich meine absolute Lieblingsfarbe. Galaxblätter halten ganz toll. Die halten auch sogar ohne Wasser relativ lange und eignen sich hervorragend für so schöne Abschlüsse von Gestecken. Ich muss mir noch ein bisschen Grün suchen. Ich nehme als Grün ein bisschen Pistazie. Kann man auch gut Efeu nehmen. Das ist ganz beliebig, dass man etwas Grün hat, um dieses Gesteck zu beleben, dass es als Zwischenfüllung gut ist. Das ist jetzt spanische Pistazie, was immer euch auch einfällt, was ihr aus dem Garten habt. Wichtig ist, dass das Grün gut ausgereift ist, dass es keine frisch ausgetriebenen Blätter sind. Dann hält es auch sehr schön. Und das ist eigentlich dann schon das A und O. Ich habe eine ganz tolle Rose mitgebracht. Meistens nehme ich Red Naomi, das ist die Rose Everred. Und schön ist natürlich, wenn die auch ein bisschen eine Öffnung schon hat. Kurz gesteckt halten die Rosen deutlich länger, wie wenn die lang sind. Ich habe auch in dem Video mit der Rose mit Herzen dekoriert, habe ich da schon ein bisschen was erklärt, wie man die beste Haltbarkeit von Rosen erzielt. Habe ich einiges erzählt, mache ich den Link zu dem anderen Video nochmal in die Infobox oben rein, also nach oben gucken und klicken. Man sieht hier, ich wollte eigentlich ursprünglich mehr Rosen reinmachen, ich brauche gar nicht viele Rosen da reinmachen. Und das ist schon dieses Gesteck voll. Die Vorderseite ist natürlich die Seite mit meinem Birkenherzchen. Und man merkt auch, es hat ein bisschen Gewicht. Das Schöne ist, die Empfängerin, meistens sind es ja Frauen, obwohl manchmal auch Männer, auf jeden Fall die Empfänger, können auch, wenn die Rose verblüht ist, einfach wieder eine neue Rose holen und nachstecken und natürlich auch immer ein bisschen wässern innerhalb der Folie, Achtung, und nicht außerhalb. Und dadurch ist es auch viel flexibler im Gesteck als im Strauß und man hat sehr, sehr lange Freude daran. Das Gleiche könnte ich jetzt auch machen mit dem Deckel. Was ich natürlich auch machen werde noch. Und nochmal das Gleiche kann ich auch machen, indem ich Steckmasse nur hier. Da habe ich natürlich einen sehr begrenzten Platz, aber trotzdem ist es sehr schön. Und dann kann ich diese Fläche von diesem Schaumstoff oben einfach abdecken mit den Blättern rundum. Und steck so ein bisschen nach außen, kann drei rote Rosen reinmachen und habe auch ein ganz süßes kleines Valentinsgesteck. Das ist, die Geste zählt ja auch. Es muss ja nicht immer ein Riesenstrauß sein. Und es eignen sich natürlich so richtig dicke Rosenköpfe am besten. Ihr seht ja auch, was für tolle Rosenköpfe es gibt. Das ist natürlich am schönsten. Und wenn die so klein sind, dann brauche ich auch ein paar mehr. Und so kann ich mit drei roten Rosen, habe ich schon alles voll. Und man sieht ja auch hier, was das für eine Wirkung macht, wenn die Rosen große Köpfe haben, tolle.
Und man muss auch die Rosen, man muss gar nicht immer rote Rose vormachen. Es gibt auch Leute, die rote Rosen gar nicht so wollen. Rot lässt sich auch wunderbar mit Rosa kombinieren. Hier ist auch noch rotes, bäriges Hypericum dabei. Es ist eine weiß-rosa Nelke dabei, grüne Bartnelken. Also auch sowas ließe sich natürlich problemlos auch stecken, dass man Rot mit Rosa sehr schön kombiniert. Kann man auch noch ein paar Beeren reinmachen, so ein Gesteck. Ja, das ist eine Idee und es findet sich sicherlich bei dir irgendeine schöne Schachtel, die du mit einem Band mit Herzen dekoriert auch als Gesteck so verwenden kannst. Vergiss die Folie nicht und vor allem nicht das Wasser aufzugießen und auch nach 3 bis 4 Tagen immer nachzuwässern. In diesem Sinne, eine schöne Valentinsvorbereitung und bis zum nächsten Video. Ich bin voller Ideen. Kommen noch ganz, ganz viele. Eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!